Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von Battlefield 1. Ihr habt mich um 50 Euro ärmer gemacht, Dankeschön dafür an dieser Stelle, ihr Schweine, weil ihr abstimmen durftet, ob ich halt mir einen Premium Pass und damit die neuen Inhalte kaufen soll oder nicht. Ihr habt ja gesagt und da sind wir schon auch bei den, wartet, was war es nochmal? Verdunhöhen. So heißt die Karte. Zeigt gleich live auf Twitch. Hallo YouTube, hallo Twitch an dieser Stelle. Wir haben gerade eine Runde zum Aufwärmen gespielt. Und ja, Leute, wir haben eine Herausforderung. Wir müssen mit unserer aktuellen Waffe 50 Kills machen, damit wir die erste Teilherausforderung fertig haben, hinter uns haben, um eine neue Waffe freizuschalten. Das ist schön, dass es neue Herausforderungen gibt. Ich habe mein Zielvisier dank dem Tipp von den Leuten auf Twitch auf grün mal umgestellt. Sieht schöner aus. Das unter Gameplay und dann müsst ihr scrollen und dann steht das da. Man kann also die Farben ändern. Vielleicht konnte man das schon ein bisschen länger machen. Aber ich mach's halt seit heute, liebe Leute. Dann gucken wir mal nach, was uns hier erwarten wird. Vielleicht ist das besser auch aus der Hüfte zu schießen. Dieses giftgrüne Wisser, das ist ja auch auffälliger. Okay, ein Scharfschütze ist da. Wenn der weg ist, dann wissen wir, dass da der Feind ist. Und wir spielen halt mit einem neuen Trupp und zwar mit Frankreich. Oh oui, non, 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 meine ich. Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Non? Je m'appelle Denis. Oh, und da ist Denis schon weg. Dann kann ich euch das mal zeigen. Die Herausforderung für die neuen Waffen. Und zwar ist das hier. Welches wollten wir denn? Genau hier. Als erstes wollen wir die Ribéry. Franck Ribéry wollen wir. Und da haben wir halt erziele 50 Kills mit der Automatik M1918 Werk. Und dann erziele 20 Kopfschüsse mit der MP18 Visier. Die MP18. Wo ist die? Das ist die? Okay. Aber als erstes machen wir die normalen Kills und gucken erstmal, wie die Karte hier so ist. Ich würde mal behaupten, dass das eine schöne Karte für Scharfschützen ist. Dank der Dings. Dank den verschiedenen Höhen. Attention, attention, d'Artagnan, attention. Ach so, unsere Granate vom Kollegen. So, wir holen uns B. Guck mal, Mustafa Catalyst da, King Stalker sind da. Ab nächster Woche ist vielleicht der eine oder andere auch da. Ihr seid alle eingeladen. Selbstverständlich. Dann gucken wir mal. Ich werde wahrscheinlich am nächsten Ego-Shooter Montag Ego-Shooter Spiele werden, die als halt immer ist, denn es kommt was dazwischen, montags aufgenommen. Und das nennen wir halt Ego-Shooter Montag. Ich werde ab nächster Woche wahrscheinlich wieder Freundschaftsanfragen im Stream annehmen. Und dann gucken wir mal nach, was uns dort erwarten wird. Aber heute machen wir es einfach mal mit den Standardleuten. Ja Leute, im Allgemeinen seid ihr alle gerne eingeladen. Nur ihr müsst halt irgendwie in meine PSN reinkommen. Und da es viel zu viele Anfragen gibt. Scheiße. Attention, attention! Oh oui. Oh oui. Une grenade. Mann, einer weniger. Une, je m'appelle Denis. Ferre Jacques, Ferre Jacques, dorme. Ich hatte mal Französisch für ein halbes Schuljahr. Dann haben die mich rausgeschmissen. Ich hatte keinen Bock drauf, weißt du? Spanisch hat mehr Spaß gemacht, muss ich sagen. Dankeschön, lieber Sunny. Computer heißt Ordinateur. Un Ordinateur. So, du gehst zu uns.
Wir sind auf Platz 7 aktuell. Oh, Cessoir. Oh, mon Dieu. Oh, no. Was heißt Danke? Arigato. Nein, was sagt ihr bei Danke? Merci bien. Merci bien. Oh. We have taken objective apples. Warum sagt ihr nicht einfach Merci? Kommt von überall. Ça fait mal. Médecin. Was heißt Arzt? Sanitäter? Médecin? Médecin! Okay, noch ein Kill gemacht mit der Waffe. Was heißt denn los, los, los? Oh, oh, oh. Allez, on y va. Allez, allez. Ja, okay. Kenn ich. Allez, hopp. Zum Beispiel. Heißt das los springen? Merci beaucoup. Oh no! Tam. Oh nein! Verdammt. Das kann nicht sein. Aber wir haben jetzt 3 Spots. Wenn wir 4 hätten, von 5 wäre gut. C. Ha! Un por favor. Ne, por favor ist Spanisch. Un merde. Eine Scheiße. Un granata da matata. Ich meine, oh merd. We have taken objective Charlie. Oh, verdammt, ey. Was geht denn hier ab? Que es esto? Was ist das? Esto un medico. Medico! Gracias. Merci beaucoup. Mon ami. Oder Mon Amor. Okay. Also C gehört uns, D, 3 Spots gehören uns. Wir kommen also näher ran am Feind. Das ist gut. Je es gute Mutti. Un Restaurant. Oh nein, Gas, le Gas, le Gas! Okay, ich guck mal gerade, was zum Beispiel hier bei Versorgung an Dings ist. Was müssen wir denn hier machen? Boah, die Waffe sieht geil aus. 50 Kills mit Lewis Gun, Niederhaltung. Lewis Gun, Niederhaltung. Ja, wir wechseln mal die Klasse. Die Waffe gefällt mir irgendwie mehr. Vielleicht können wir damit sogar ein bisschen mehr machen. Oh, oh. Muss mich ein bisschen an die Karte selbstverständlich gewöhnen. Und das ist ja das erste Mal, dass wir auf dieser Karte spielen. Warte mal, Sunny ist hier in der Nähe. Sunny haut vor uns ab. Nein, der hat uns nicht gesehen. Der hat hinten natürlich keine Augen. Was ja nicht schlimm ist, Leute. Die müssen jetzt nicht immer wieder einen halt reanimieren oder so. Das ist immer Nebensache. Natürlich ist das schön, wenn man... warum komme ich nicht links? Doch jetzt. Das ist immer wieder schön. Natürlich, wenn man reanimiert wird. Vor allem, wenn man halt dann kämpfen kann. Schaden.
Herausforderung über Herausforderung. Geh drauf! Oh no! Da ist einer. Komm! Nein! Mir gefällt die Lewis Gun nicht. Aber das müssen wir machen für die Herausforderung. Die geben uns also vor, genau was wir nutzen müssen, leider. Leider, leider. Ach Mann, Alter, was ist denn hier los, ey? Hier kannst du nicht mehr an einer Stelle vernünftig kämpfen. Ich finde die echt die Karten ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und auch ein bisschen so lala, ne? So lele. We are losing Objective Charlie. Shit, ey. Wie viele Kills haben wir denn hier schon gemacht? 6. Ja, Killarm ist diese Karte anscheinend schon. Oder wir gucken mal. 9, 17, ja. 25. Trotzdem Killarm. Vielleicht sollten wir auch mal einen alternativen Weg suchen, statt immer halt so, zum Beispiel bei D geht die Post ab. Vielleicht kommt der King Stalker jetzt zu uns. Boah, ey, Leute. 2 von 50. Jawohl. Versucht ihn mal von der anderen Seite anzugreifen. Kommen wir rein? Nein. Da ist schon einer gestorben. Der Mustafa Kadir ist auch da. Oder sollten wir sagen, war da, genauso wie meine Wenigkeit. Ich bin aber wieder zurück. Habe ich den gekriegt? Nein. Schade. Ah, da müssen wir mal gucken, ne? Werden wir geheilt jetzt? Wenn ja, dann bleiben wir hier. Ja. Bien, bien. Merci beaucoup, c'est vous beaucoup. Hab ich ihn? No! Oh no! Oh mon Dieu, ma plu, ma plu! Ma plu! Jawohl, einen haben wir schon mal. Der ist jetzt auch weg. 3 von 50, immerhin. Alter, was geht denn hier bitte schön ab? Also, dass die Gegend hier brennt und so, ne? Das ist ja mal was Schönes. Also für die Atmosphäre und so mal was anderes. Oh, verdammt! Qu'est-ce que c'est? Mon frère. Ach man, ey, warum kriegt man die neuen Waffen nicht? Weißt du, da gibst du für ein Premium-Paar so viel Geld und du kriegst die neuen Waffen nicht von Anfang an. Nein, um ehrlich zu sein, finde ich das gut so, weil da hast du mal wieder eine Herausforderung, dass du halt mir hier mal ein bisschen was spielen musst. Und das Interessante ist auch, und die Herausforderung da ist auch natürlich, dass du halt nicht mit allen Waffen so gut umgehen kannst. Wenn du gerne würdest. Und du mit Waffen spielen kannst halt, die nicht so geil sind. Wo ist er? Alter, viel zu viel Auswahl, viel zu viel Feinde. Haben wir hier? Oh. Ich hocke in meinem Bunker. Und sehe keine Sau. Verdammt nochmal, der Feind ist hier richtig schlau. Warum ist hier keiner?
Da ist einer. Ja, dann gehen wir mal weiter. Ich will es unbedingt wissen, ne? Er ist zwar weg, aber ich will es unbedingt wissen. Repair. Und noch besser, wir holen uns A. Dann ist das ein Tausch. Was heißt, alles klar? Ui, hat der Ui gesagt? Ui. Merci, ja. Traum bien. Negativ. Was? Negativ. Negativ. Le negativ. Geil. Also ab und zu hast du in Französisch auch mal ein bisschen Chance, irgendein Wort richtig zu sagen, indem du einfach le negativ sagst und jetzt versuchst halt den französischen Akzent auszusprechen. Sieht so aus. So. Le walking in le park. Le walking macht stark. Oh, Leute, ganz ernst, ne? Killarm ist diese Karte. Oder ich weiß halt einfach nicht, wo die ganzen Spots sind, weil ich halt nicht so viel Spielerfahrung auf der neuen Karte habe. Oh, guck mal, was da hinten ist, ey. Oh, Mutter. Fernglas wäre mal nicht schlecht hier. Die Waffe macht so wenig Schaden, das ist bitter. Naja, die hat auch sehr viel Dings natürlich. Sehr viel Schuss, 97 Schuss. Attention! Ich hätte vielleicht in diesem Fall aus der Hüfte spielen sollen. Okay, aber okay. Ich soll die Minimap auf 110% vergrößern. Boah, können wir gleich mal machen. Das sind unsere Leute hier. Einerseits schön, andererseits schade. Warum sehe ich denn keinen? Und wenn, würde ich die eh nicht kriegen, wahrscheinlich. Habe ich dir gegeben, die Munition? Ich weiß es nicht. So. Und schon wieder hier. Na, doch nicht. Doch schon wieder so eine Ausguckposition. Le A. Wie dumm die sind, ne? Die konzentrieren sich alle auf den Feind da, obwohl es hier schön nach A geht. Und die meisten da gar nicht sein werden. So, Platz 5. Immerhin. Das erste Mal auf dieser Karte und schon Platz 5. Alle, die vor mir spielen, macht euer Spiel aus. Ganz im Ernst. Okay, ich mache auch mein Spiel aus. Wo kann man denn hier die Dings? Gameplay wahrscheinlich wieder, ne? Map Zoom. Wir gucken mal schnell nach. Option. Boah, Alter, Menü ist am Legen, das ist auch geil. Gameplay, Fahnenkreuz. Also hier kann man die Farbe vom Fahnenkreuz ändern. Minikarte. Wo sind die 110%? Ah, hier. Dann machen wir auf 110% und gucken mal, wie das Ganze dann ausschauen wird.
Ich hoffe gut, aber das weiß man ja nicht immer so gut. So genau. Es hat sich auf jeden Fall was geändert. Panzerbüchse, Junge, ist klar, komm mit einer richtigen Waffe an, wenn du ein Mann bist. Mann. Kommt er mit der Panzerbüchse an. So, wechseln wieder die Waffe. Die Klasse meine ich, Entschuldigung. Wir werden hier verlieren, aber das ist jetzt nicht so Dings. Nicht so wichtig, ob wir gewinnen oder verlieren. Viel wichtiger ist, dass wir mal hier ein paar Kills machen. Oh no! Weißt du, die eine Waffe hat zu viel Munition, die andere hat zu wenig Munition. Gibt's nicht so ein Mittelding? Ja, gibt's bestimmt, aber wir müssen ja mit dieser Waffe leider spielen. So, gehen wir mal hier hin zu unserem Dings. Squad-Member und helfen dem mal hier diesen Spot einzunehmen. Jetzt kommt's drauf an, Leute, jetzt kommt's drauf an. Wir hören uns B und danach A. Aua. Le Verteidigung. Was so? Oh. Verdammt. Wir verlieren jetzt B, ne? Ja. Verdammt. Wenn ihr wissen wollt, warum ich das Ganze auf Englisch habe, ich weiß nicht, ich finde Englisch irgendwie ein bisschen besser als die deutsche Sprachausgabe. Das ist immer Geschmackssache bei sehr vielen Sachen, aber ich finde es halt persönlich ein bisschen besser. Ich mag es ein bisschen mehr als das Deutsche. Und ich darf ja wohl noch machen, was ich will, oder? Soll ich die Granate ziemlich in die falsche Richtung werfen? Und das war's wieder mit uns. Ja. Also mit der Waffe müssen wir wirklich auch mal in Verteidigungsmodus spielen, leider. Oh no. Was haben wir denn? A, B, C verlieren wir gerade. Also wirklich noch eine recht offene Sache, liebe Leute. Aber auch dann irgendwie auch nicht. Weil wir verlieren zu oft, zu schnell unsere Spots. Ich gehe mal davon aus, als Squad-Leader, dass bei D nicht so viel abgeht. Und deswegen gehen wir jetzt gerade dahin. 900 Punkte haben die Feinde. Wir 868. 1000 Punkte muss man sich hier holen. In der nächsten Folge gibt es einen neuen Spielmodus. Weil ich das noch nie gespielt habe und gespannt bin, was das so kann. So, ich brauche Verstärkung. Transportier! Je suis Transportier! Gibt's hier noch? Brauchen Munition. Ammunition? Oh, Munition. Oh oui, Munition. Besser ist das so. Wenn der Feind da kommt, dann haben wir so eine kleine Stelle. So, fuck, jetzt sind wir wieder weg. Warum? Weil wir sofort wieder nachladen müssen. Es ist auch nicht die Waffe, mit der ich spielen will, unbedingt. Alter, wir haben ja alles verloren. Wie scheiße ist das denn? Wie schlecht ist das vor allem? Okay, dann heißt das nur eins. Au revoir, c'est war. François. So, neuen Schuss. Damit kannst du ja nichts mehr machen. Die Waffe hat aber eine sehr schöne Schussrate, muss ich auch sagen, an dieser Stelle. Knapp kann man dazu allerdings sagen.
Und Niederlage. Naja, Leute, das war's dann für heute. Auf Twitch geht's weiter. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.